Hallo und willkommen zurück, Freunde der Elektromobilität. Heute möchte ich den Elektroroller Futura MF365 vorstellen. Das ist ein E-Scooter mit ABE, heißt Straßenzulassung. Der ist frisch bei mir eingetroffen, den möchte ich jetzt einfach mal ein bisschen vorstellen, möchte mal gucken, wie die Qualität so ist und ja, ich packe das Teil jetzt erstmal aus und dann sage ich was zu meinem ersten Eindruck. Da ist das gute Stück. Ich habe es jetzt einmal ausgepackt. Was ich erstmal so dazu sagen kann, es wirkt bis jetzt von den Materialien sehr stabil. Da ist viel Material. Hier ist so gummiertes Tape, sage ich jetzt mal, drauf. Das Teil hat quasi einen Vorderradmotor. Was jetzt noch angebracht werden müsste, sind tatsächlich die Griffe. Die scheinen aber Schraubverschluss zu haben. Das ist schon mal sehr gut. Das werde ich dann auch gleich direkt ausprobieren. Hier haben wir das Ladegerät mit Imbusschlüssel. Hinten haben wir eine Scheibenbremse. Und quasi, man kann den Lenker wohl hier so einhaken. Was ich mir aber jetzt gleich genauer angucken werde, wenn ich das Teil erstmal aufgebaut habe. Ich baue das Teil dann erstmal auf und dann sage ich noch mal ein bisschen was zu dem Roller bzw. dem E-Scooter. Hallo und willkommen zurück zu dem E-Scooter MF365. Ich habe das jetzt einige Zeit getestet und werde jetzt mal ein bisschen was dazu erzählen. Also der hat halt einen 350 Watt Elektromotor. Kann Straße zugelassen werden, wie man hinten auch an dem kleinen Kennzeichen erkennen kann. Der hat einen 36 Volt 7,5 Ampere Stunden Lithium-Ionen Akku, hat eine Reichweite von 25 Kilometern, hat zwei Gänge, einmal einen Gang für ein erhöhtes Drehmoment, also halt kann quasi schneller fahren, hatte für eine geringere Reichweite, und einen zweiten Gang, womit er eine höhere Reichweite hat, aber halt weniger Drehmoment. So, dann hat er halt 8,5 Zoll Tubeless Reifen, die auch ein bisschen gut wegfedern. Wobei man jetzt dazu sagen muss, der E-Scooter hat keine Federung, also ist quasi starr. Gut, für den Preis kann man natürlich jetzt halt keine Federung erwarten. Ja, der hat halt, weil er halt angemeldet werden kann, eine Reichweite von 20 km/h. Ist IPX54 Spritzwasser geschützt. Also ich würde jetzt nicht unbedingt, da der Akku unten verbaut ist am Trittblech, würde ich jetzt nicht unbedingt durch riesige Pfützen fahren. Das könnte, naja, problematisch werden, sage ich jetzt mal. So. Ansonsten, was die Ausstattung angeht, ich gehe mal ein bisschen näher ran. Das Teil hat Vorderlicht. Was eingeschaltet werden kann, ist standardmäßig nicht aktiv, wenn man den Roller startet. Dann halt den 350 Watt Frontnabenmotor. Dann ist hier die Verschlussmechanik. Ich kann das mal kurz demonstrieren. So wird er quasi ein- und ausgeklappt. Hat aber durch diesen roten Widerhaken einen sehr guten Halt und ist wirklich verdammt stabil. Also da klappert oder wackelt nichts. Sonst haben wir hier auf der Trittfläche so eine Art gummiertes Tape. Hält auch wirklich sehr gut. Man braucht also bei der Fahrt keine Angst haben, irgendwie von dem Scooter runterzufallen. Ja, das Rücklicht, das ist tatsächlich, falls man das sieht, immer aktiv, wenn man den Roller startet. Gut, ist natürlich auch Bremslichtfunktion mit bei. Wenn man nämlich die Bremse zieht, blinkt das. So, hinten, das ist so eine kleines Problemchen, wie ich finde. Ganze Blech hier ist nicht zum Bremsen gedacht. Man hat also quasi zwei Bremssysteme. Ein Bremssystem ist die Scheibenbremse hinten und vorne elektromagnetisch. Und diese Bremsung funktioniert immer gleichmäßig. Also beides funktioniert über den Griff. Über den Bremslichtschalter wird quasi realisiert, dass sofort auch die elektromagnetische Bremsung passiert.
Und gleichzeitig bremst man dann auch über einen Bodenzug hinten die Scheibenbremse. So. Des Weiteren hat er hier zum Einklappen, das kann ich auch einmal ganz kurz zeigen, wenn man ihn dann einklappt, kann man den Scooter hier über diesen Haken. So, und so eingeklappt kann man dann quasi den Scooter einfach mit hochnehmen. Quasi jetzt in die Wohnung oder in den Bus. Halt einfach platzsparend verstauen, Kofferraum. Ja. Ja, wenn man den dann wieder ausklappen will, gibt man einfach an den Haken, drückt den runter. Stange wieder hoch. Verriegeln. So. Und schon ist es wieder dran. Das war's so von dem Rundumblick. Ich würde jetzt einfach mal ein paar Meter fahren und den Rest dann beim Fahren quasi erzählen. Ah ja, eine Sache noch zu der Anzeige. Also wir haben hier eine kmh-Anzeige mit, da sieht man die Geschwindigkeit. Hier sieht man halt auch, welcher Gang ist, erster oder zweiter. Der rote Gang ist halt der schnelle Gang. Und dann sieht man das schlecht, aber man hat hier 4 LEDs, grüne LEDs, die zeigen halt den Anstand an, den Akkustand an. In, denke ich mal, 25% Schritten. In dem Fall sind jetzt noch zwischen 75 und 100% sind jetzt noch voll, weil eine LED schon weg ist. So. Und ich würde jetzt einfach mal ein paar Meter fahren. So, an sich, was das Handling des Scooters betrifft, muss ich echt sagen, da kann man nicht meckern. Das Teil fährt sich wirklich super. Federung, wie gesagt, ist leider nicht vorhanden. Heißt, Hubbel merkt man, aber nicht so stark, wie man es wahrscheinlich vermuten würde. Also es ist im Rahmen. Seine 20 km/h erreicht er übrigens auch relativ zügig. Sieht man vielleicht jetzt. Und ja, ich mache mal einen kurzen Bremstest. Zack, gebremst und zum Stehen gekommen. Man sieht auch an den Bremsspuren, gut, das hintere Rad blockiert natürlich, weil die Scheibenbremse ist klar. Dadurch entstehen auch Bremsspuren. Aber dann kann man auch gut festmachen, der Bremsweg ist auf jeden Fall in Ordnung. Der Scooter hat übrigens auch eine Klingel hier. Ist auch gut laut. Der Scooter kann auch angefahren werden, ohne dass man ihn antritt. Also quasi, wie es bei vielen ist, dass wenn er es antreten muss, man bleibt hier einfach stehen. Gas und schon rollt er los. Allerdings rollt er langsamer los. Das ist aber, glaube ich, von der Programmierung so vorgesehen, weil wenn man nämlich das Vorderrad mal hochhält und dann Gas gibt, merkt man auch, dass er nicht direkt voll losballert. Ist, denke ich mal, so eingestellt, gerade auch wegen der Akkulaufzeit. Ist allerdings, was ich jetzt finde, nicht schlecht, weil dadurch hält der Akku natürlich dann noch etwas länger. Ja. So an sich kann ich das Teil wirklich empfehlen für den Preis. Aktuell, wo ich den Roller geliefert bekommen habe, hat er 450 Euro gekostet, meine ich. Kann jetzt sein, dass der Stand jetzt anders ist. Deshalb sei das jetzt nochmal so dabei erwähnt. Jo. Also im Großen und Ganzen, ich kann den Scooter echt empfehlen. Und für all diejenigen, die jetzt diesen Scooter haben möchten, habe ich auch etwas Schönes noch. Und zwar bekommt ihr 25 Euro Rabatt bzw. einen 25 Euro Gutschein auf diesen E-Scooter, wenn ihr eine E-Mail an Elektroroller Futura schreibt, die genaue E-Mail und die genauen Bedingungen schreibe ich auch nochmal unten in die Beschreibung, und an den Herrn Schnorbach schreibt und ihm sagt, dass ihr von meinem YouTube-Kanal kommt, also von Zweiker. So, in dem Fall bekommt ihr dann 25 Euro Rabatt bzw. Gutschein auf den E-Scooter MF365. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Könnt ihr mal Kritik und alles zu dem Scooter und sonstigen Fragen, Anregungen, könnt ihr alles in die Kommentare schreiben. Ich versuche alles so gut wie möglich zu beantworten. Falls euch das Video gefallen hat, könnt ihr liken,
könntest ein Abo da lassen, kostet ja nichts. Ja, und falls ihr interessiert seid an weiteren Elektroroller-Videos, es wird mit Sicherheit nicht das letzte sein. Bleibt dann einfach dran. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.